Gott, ich versuche ein Aufgebrauchsvideo zu drehen. Ich fange auch gleich mal an. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Überhaupt nicht und deswegen versuche ich mal anzufangen. So, als allererster habe ich Under Eye Pads aufgebraucht. Die sind von Actionmarkt. Ich habe die im Kühlschrank. Die sind, wie soll ich das erklären? Die sind jetzt nicht so fest wie die, was sie auf die Augen da oben hat. Die sind ein bisschen weicher. Und ich habe die ganze Zeit im Kühlschrank und ich finde die wirklich Bombe. Das sind die ersten, die richtig kühlen, finde ich. Und deswegen, ich muss bald wieder zum Actionmarkt, weil ich glaube, meine sind jetzt bald leer. Und ich habe jetzt nur noch die anderen. Und deswegen brauche ich Nachschub. Ja, jetzt kommen die... Sorry, wenn ich 100 mal M sage. Ich weiß nicht, was ich mit diesem scheiß M habe in letzter Zeit. Jetzt kommen die etwas unspektakulären Sachen. Also ich habe... da habt ihr wieder das M. Jetzt raste ich hier gleich aus. Die Einwegwaschlappen, dann meine Wattepads. Ich habe halt ziemlich viele Wattepads in letzter Zeit aufgebraucht, zum Beispiel die großen, weil, was soll ich sagen, also die habe ich von Actionmarkt gekauft. Also ich kaufe sie halt da, wo ich gerade zur Zeit bin und wenn ich weiß, aha, ich brauche welche, dann kaufe ich sie dort. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche speziellen. Die habe ich mir gekauft wegen den dämlichen Mobs, gebe ich ganz ehrlich zu, weil jeder auf den Scheiß abfahrt. Und ich fand es irgendwie nicht so besonders, aber ja. Was wir machen? Ich habe sie leer gemacht. Ich habe sie erwischt und habe sie leer gemacht. Dann habe ich von Terra Natura die Wattestäbchen aufgebraucht. Ich fand sie nicht gut. Das Problem war, durch das, dass sie ja diesen anderen Stiel haben, haben die sich dauernd verbogen und das fand ich so nervig. Das war wirklich extrem nervig. Deswegen habe ich jetzt wieder die von der Müller Eigenmarke und ich habe jetzt gesehen, die haben aber auch den Stiel verändert. Da hat sich aber nicht wirklich viel verändert, jetzt würde ich sagen. Ich glaube nur das Material und das ist ein festeres als das, was Terra Natura hat. So schaut die Verpackung aus. Ich finde das cool, dass das alles Papier ist und so, aber ich finde das halt mega kacke, dass sie sich verbogen haben beim Verwenden. Klingt eklig, ist aber so. Den Monat habe ich einen sehr, sehr großen Deo-Verschleiß gehabt. Mir sind zwei auf einmal leer gegangen. Normalerweise ist das ja nicht wirklich so der Fall, aber irgendwie war das in dem Monat so. Ich habe einmal das von Balea aufgebraucht, das Sternfrucht Melone ist leer gegangen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist aber leider limitiert gewesen. Eins habe ich jetzt noch, das benutze ich auch gerade, aber das finde ich wirklich gut. Also für den Sommer, wegen dem Duft, finde ich das mega. Dann, das ist auch mein Lieblingsdeo, das ist auch leider leer. Das riecht nämlich so wie der Dior-Duft. Ich liebe das. Ich muss jetzt nochmal meine serbische Kollegin fragen, ob sie mir das jetzt mitnimmt, weil ich halt nicht nach Kleinhauxdorf komme und das mich mega anpisst, weil ich habe wundersamerweise nicht mehr viele Deos. Das, was ich in der Arbeit habe, wird, glaube ich, jetzt auch bald leer werden. Also, man merkt, es wird warm. Das finde ich aber wirklich super und ich hätte das so, so gerne. Ich muss sie nochmal fragen, ob sie mir das vielleicht mitnehmen kann. Dann habe ich aufgebraucht ein Meersalz-Öl-Peeling. Das war eine Probe von Hildegard Brockmann. Eigentlich mag ich die Marke, aber das Peeling, es blendet voll, aber das Peeling fand ich nicht gut. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Das habe ich mal zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Das war so ein Probeset-Dings. Also ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Dann, die kennt ihr eh auswendig, habe ich die Reinigungstücher aufgebraucht, die, was ich immer da auf meinem Schminktisch stehen habe. Von Actionmarkt auch. Die mag ich mega. So wie die hier, die kennt ihr auch auswendig. Meine Pure Camille Reinigungstücher. Zeige ich euch nur noch kurz. Dann habe ich aufgebraucht eine Maske. Das ist die Kirschemaske von Schebens. Die war ja leider Limited Edition. Die fand ich aber auch gut. Also ich habe aber, glaube ich, keine mehr Backups jetzt von der. Das ist so eine Hassliebe, diese Montana de Chenez Very Berry Mood Mask heißt die. Ich weiß nicht, ob ich sie lieben oder hassen soll. Einmal gefällt sie mir wieder, dann gefällt sie mir nicht, dann wieder doch. Also das ist irgendwie so eine Hassliebe zwischen der und mir. Dann habe ich noch aufgebraucht eine Seife. Das ist so eine Kuhmilchseife gewesen. Die habe ich mal geschenkt bekommen von der Arbeit. Ich habe sie fürs Pinselwaschen verwendet. Mir ist sie dann auseinanderbrochen. Sie war schon so schlatzig und widerlich, dass ich die einfach als aufgebraucht zählt habe. Ich habe auch extra den Karton aufgehoben, damit ich es euch zeigen kann. Jetzt habe ich nämlich eine andere Seife. Ja, dann habe ich die Freeman-Maske aufgebraucht. Mit diesen Peeling-Körnchen, also mit diesen Zucker-Peeling-Körner. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, die habe ich aber auch in groß. Und ich komme ja auch nicht einmal dorthin, um mir die Masken zu kaufen. Also alles für ein Po zurzeit. Oh Gott, meine Haare nerven mich so.
Wird Zeit für einen Friseur, glaube ich. Dann habe ich eine Lush-Badebombe aufgebraucht. Das war das Golden Egg. Das war mega. Das war wirklich mega. Ich poste ja immer sowas auf Instagram, wenn ich die Lush-Sachen halt verwende, mache ich das. Also beziehungsweise bei den Badebomben, man sieht da jetzt auch nicht viel. Man sieht nur hinten, dass da Golden Egg steht irgendwie. Aber das war echt gut. Das war ja leider Limited Edition, weil, Gottes Willen, weil es halt eine Oster Limited Edition war, damit ich es rauskriege. Dann, das kennt ihr ja eh auswendig, habe ich mein Batiste Trockenshampoo aufgebraucht. Ich benutze es noch immer, aber ich benutze halt nicht mehr so oft, weil ich versuche jetzt doch öfter meine Haare zu waschen. Weil ich habe halt extrem trockene Kopfhaut. Ich muss kurz auf lautlos drehen, sorry. Ich habe halt extrem trockene Kopfhaut und ich habe halt das Gefühl, dass es von dem kommt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Aber ich habe es halt oft früher benutzt und deswegen glaube ich schon, dass es davon kommt. Und deswegen habe ich mir ein Shampoo ja mal gekauft. Und das habe ich jetzt aufgebraucht. Das war das Teebaumöl-Shampoo. Das ist das Anti-Schuppen-Shampoo. Teebaumöl, Alkmene heißt es. Ich mag es. Ich werde es mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Nur will ich noch ein paar vorher aufbrauchen. Ich habe extrem viele Shampoos. Extrem viele. Und das ist nicht normal. Und deswegen muss ich welche aufbrauchen, bevor ich mir das wieder nachkaufe. Ich habe jetzt eins von Organics, glaube ich. Ja, Organics ist das. Das, was feuchtigkeitsspendend sein soll. Ich habe auch heute mir extra die Haare frisch gewaschen. Ich meine, sie können auf jeden Fall geschnitten, aber ich finde sie, das soll auch ein natürliches Volumen machen, was es jetzt natürlich nicht tut, aber ja. Aber das fand ich mega. Ich habe auch das Gefühl, dass ich da weniger Schuppen hatte dann mit dem. Also ich finde, das bringt schon was. Deswegen würde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen und muss ich halt vorher ein paar aufbrauchen. Weil ich habe wirklich viele Haarsachen, so wie das hier. Das war eine Swiss Opal Blütenhonig-Haarkur. Nach der war ich ja mega verrückt und da habe ich noch eine, glaube ich, jetzt, weil sie mir nicht mehr so gefällt wie früher. Also da merkt man, wie sich die Haare nach einer Zeit verändern. Also ich habe da noch ein Backup und dann, die kriegt man nämlich, glaube ich, nur in Deutschland. Also die Blütenhonig, glaube ich, gab es nur in Deutschland, weil da habe ich dann Backups bunkert wie eine Irre, wie ich dann zweimal oder einmal in Deutschland war, glaube ich. Und ja, das war es eigentlich. Mehr kann man gar nicht dazu sagen. Also ich hab die nicht mehr dann benutzt und jetzt vor kurzem ist mir wieder eingefallen und ich muss sagen, ich mag die nicht mehr so wie früher. Da sieht man, wie sich das ändert. Ha? Dann habe ich aufgebraucht von Annemarie Berlin ein Duschbalsam. Das fand ich mega scheiße. Also ich fand den Duft schrecklich. Mega schrecklich. Boah. Na, überhaupt nicht meins. Nicht meins. Deswegen habe ich es als Badezusatz verwendet. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es als Weihnachtsgeschenk bekommen von der Arbeit, weil ich würde mir keine Annemarie Berlin Sachen kaufen, weil ich mag die Marke jetzt nicht so gerne, aber ja. Ich habe noch andere Annemarie Berlin Sachen, also so sieht das aus. Ich habe auch, glaube ich, von dem leider eine Probe auch. Muss ich mal schauen, dass ich das aufbrauche. Aber ich mag halt den Duft überhaupt nicht von dem. Und es gibt aber eine Serie, die ich geschenkt gekriegt habe letztes Jahr zu Weihnachten und ich bin gespannt, wie die ist. Ja, das Duschgel habe ich auch aufgebraucht. Das war das Thermacol, wie heißt denn das? Irgendwas mit Belgian Chocolate steht drauf. Aber das war richtig geil. Das riecht nach Messinus. Hätte ich mir das Ding versehentlich aufgebraucht. Oh Mann, das fehlt heute noch, glaube ich. Ich krieg's nicht auf. Es hat aber mega geil gerochen. Ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Wirklich. Ich habe eh genug Scheiß, aber ich würde mir das nachkaufen. Das war so, so gut. Das geht mir richtig ab, obwohl ja das zur jetzigen, also zum heutigen Wetter passt es nicht. Aber wir hatten ja in letzter Zeit beschissenes Wetter und daher sehr gut passt, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich eine Zahncreme von Perlweiß aufgebraucht. Ich habe ja eine Zeit lang, klingt jetzt vielleicht mega eklig, aber Zahnfleischbluten gehabt. Und ich hatte gedacht, dass es davon kommt, aber ich habe es noch immer hin und wieder. Deswegen nehme ich jetzt wieder die Meridol. Und seit ich die nicht mehr verwende, ich zeige euch die kurz, das war die hier. Seit ich die nicht mehr benutze, kriege ich wieder gelbere Zähne. Und deswegen werde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen demnächst, weil mir aufgefallen ist, dass meine Zähne wieder gelber geworden sind, seit ich die nicht verwende. Ich habe sie ja dann nur zwischendurch hin und wieder verwendet und das war okay. Aber wenn ich sie täglich verwendet habe, haben meine Zähne drunter gelitten und deswegen, ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Also ich werde sie mir sowieso nachkaufen. Aber dann wieder die Ananas, glaube ich. Oder ich probiere eine andere, ich weiß noch nicht. Ich muss noch schauen. Also das Ding schaut ja mega widerlich aus. ja.
Die Mundspülung habe ich aufgebraucht. Ihr habt sie in meinem Haul-Video gesehen. Einer hat sich die auch deswegen nachgekauft, habe ich gelesen in den Kommentaren. Weil ich fand die leider nicht so gut. Mir hat da was gefehlt. Ich habe immer die grüne Variante und die ist ein bisschen schärfer. Jetzt nicht so extrem, aber ein bisschen. Und die mag ich viel lieber. Und die war irgendwie... Ich weiß nicht. Die war... Am Anfang fand ich sie mega schlimm. Umso öfter ich sie benutzt habe, war sie okay. Aber ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen. Ich glaube, ich bleibe lieber bei meiner und wechsle nicht mehr. Wenn, dann würde ich mir noch die von Meridol kaufen, weil die finde ich auch gut. Aber eine andere kaufe ich mir jetzt nicht mehr. Wenn, dann die grüne Variante von Sensident, also von der Müller Eigenmarke. Oder die Meridol. Die würde ich mir auch noch kaufen. Aber sonst keine andere. Wirklich nicht. Zwei Augen-Make-up-Entferner habe ich aufgebraucht. Ich weiß nicht, was ich für einen Verschleiß habe in letzter Zeit mit meinen Augen-Make-up-Entfernern, weil das Problem ist, ich habe Glück gehabt, dass ich mit meiner Arbeitskollegin beim Hofer war. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir dorthin fahrt, weil ich ja sonst nie dorthin komme. Und deswegen habe ich mir noch zwei gekauft. Und es war gut so, weil ich hatte keinen mehr und habe es nicht gewusst. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich schneide mir gleich die Haare ab. Ich habe es wirklich nicht gewusst, dass mir die ausgegangen sind. Und deswegen, ich muss unbedingt wieder bunkern. Da ist ein Viech geflogen. Ich muss unbedingt wieder bunkern. Unbedingt. Ich habe zwei in einem Monat aufgebraucht. Ich meine, das heißt ja alles, glaube ich. Oder sagt alles, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht von Terra Naturi. Langsam mag ich den. Also ich finde, der hat echt gut gerochen. Langsam gewöhne ich mich an den. Ich habe noch so viele Backups, weil der ist ja auflassen worden und hat nur noch... 50 Cent oder so kostet und deswegen habe ich mir den gebunkert. Nicht junky. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht. Das ist dieses Drama Baby Lama Dingsbums. War nicht so gut. Ich habe jetzt noch ein paar Backups, glaube ich, aber die fand ich jetzt nicht so doll vom Duft. Also ich fand das halt so süß, dass da unten ein Kaktus war. Aber das war auch das Einzige. Also ja, ich habe die noch, aber ich finde sie jetzt nicht mega. Dann habe ich aufgebraucht mein Rasiergel und dem traue ich extrem hinterher. Boah, das riecht so gut. Weil das gibt es ja leider nicht mehr. Das war ja dieses Ananas und Passionsfrucht. Das war so gut. Und das gibt es immer. Ein Backup habe ich jetzt noch aktuell in meiner Badewanne stehen. Und dann ist es vorbei. Ja, ich fand das wirklich gut. Mir hat die Verpackung so gut gefallen. Und der Duft war gut. Und ja, schade. Aber was will man machen? Das war die Indusch-Lotion von Yves Rocher. Ich muss sagen, ich fand die Verpackung mega schrecklich. Und das Produkt war auch nicht so gut, weil wenn ich es auf die Haut auftragen wollte, ist es mir auf der anderen Seite runtergeflutscht und das hat mich so mega genervt, das kann sich keiner vorstellen. Das hat mich so dermaßen aufgeregt. Ja, ich habe gehofft, dass das so mein Ersatz wird, weil ja meine von Nivea alle rausgegangen sind, die ich so gern gemacht habe. Jetzt habe ich zwei andere noch gekauft. Eine habe ich jetzt aktuell in der Badewanne, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, die Sachen, weil für den kleinen Mini-Einkauf hat sich kein Haul auszahlt. Dafür zeige ich es euch dann im Kaufverhalten wahrscheinlich. Ja, aber das fand ich nicht gut. Würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Dann, das kennt ihr ja eh, habe ich mein Swiss Opal Tiefreinigungs-Shampoo aufgebraucht. In letzter Zeit, also irgendwann geht gar kein, also Shampoo kriege ich ja sehr, sehr selten leer. Aber wenn, dann geht immer alles mögliche leer, habe ich das Gefühl. Aber das mag ich ja urgern. Es ist sogar noch was drin, sehe ich gerade. Egal. Ja. Ich mag's. Ich hoffe, es geht beim Müller nicht raus, weil beim DM hat es ja geheißen, es kriegt eine neue Verpackung. Ich weiß nicht, ich habe es bis jetzt beim Müller noch nicht rausgehen sehen. Also ich muss nochmal nachschauen. Aber ihr wisst ja, dass ich das immer wieder nachkaufe und immer wieder verwende. Und ich habe es mir auch wieder gekauft. Habt ihr eh in einem Haul gesehen und so. Dann habe ich einen Schaum, na warte mal, ganz falsch, eine Schaumseife aufgebraucht. Das ist von Action Magdi gewesen. Eine Sacrotan Handschaumseife, steht da nicht, aber ich nenne es mal so. Die war wirklich gut. Ich habe mich geirrt in einem Video. Ich habe in einem Haul, glaube ich, gesagt, dass ich die schon mal hatte. Das stimmt nicht. Ich habe die normale Seifenvariante von diesem Aloe Vera Ding gehabt und die fand ich extrem gut. Und ich habe ja in meinen... Küchenseifenspender, diese No-Touch-Ding-Scheiße da, habe ich auch die Aloe Vera-Variante. Und ja, ich hoffe, dass es die Seife beim Action-Markt noch gibt, weil die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen gehen, weil ich habe nur noch eine und die ist fast leer jetzt. Ja, weil die mag ich echt, echt gern. Also die war mega. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen.
Als nächstes habe ich mein Micellenreinigungswasser aufgebraucht von Terra Naturi. Und ich mochte es überhaupt nicht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwas macht. Der Duft war auch echt schrecklich. Also ich würde es mir auf gar keinen Fall nachkaufen. So sieht aus. Die Verpackung schaut mega aus, aber das Produkt selber fand ich leider überhaupt nicht gut. Mich hat es halt so angesprochen, weil das halt so eine große Flasche war und deswegen habe ich mir gedacht, wäre das vielleicht keine schlechte Idee, das zu kaufen, weil es halt so riesengroß ist und ich fand es nicht gut. Ich habe aber Gott sei Dank jetzt ein anderes Produkt gefunden, was ich lieber mag und ich hoffe, dass mir das auch so lang hält wie das. Das hat mir echt lang gehalten, wirklich lang gehalten. Nur leider mochte ich es einfach nicht. Also diese Naturkosmetik, mit denen kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Das ist irgendwie nicht meins, leider. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen will. Ich habe von der nur das hier aufgehoben. Das war so eine Taschentücherbox. Zarter Orangen-Zimtduft, vierlagig. Das waren so geile Tücher. So, so geile Tücher. Die habe ich auch echt lang gehabt. Und ich habe gedacht, ich zeige euch die trotzdem. Ich habe halt nur das kleine Ding da aufgehoben. Aber die waren mega. Die waren leider so eine Weihnachtsding. Ich hoffe, die bringen die nächstes Jahr wieder raus. Oder beziehungsweise heuer, weil die waren Hammer, die Reinigung. Also das waren keine Reinigungstücher, sondern das waren normale trockene Kosmetiktücher. So wie hier, nur war die Box viereckig und die waren wirklich gut. Die habe ich mir nur zufällig mitgenommen und dann wollte ich sie mir nachkaufen. Dann gab es leider nicht mehr. Bei meinem Pech halt. Balea Augenpads habe ich auch wieder aufgebraucht. Die mag ich auch sehr gern. Also die kaufe ich mir auf jeden Fall auch wieder nach. Aber ich habe noch genug. Ich habe wirklich noch genug. Ich muss erstmal dermaßen aufbauen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann habe ich noch zwei Proben leer gemacht. Einmal eine Sonnencreme. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass das eine Sonnencreme ist. Und ich, Vollidiot, habe sie fürs Gesicht verwendet. Und ich habe dann extrem viele Pickel bekommen von der. Das ist so eine koreanische Marke, glaube ich. Man wird das leider nicht ganz erkennen. Ja. Die habe ich ja von der lieben Vivi bekommen als Probe, weil sie schenkt mir immer die Proben. Und ich versuche halt jetzt zurzeit meinen Probenstand ein bisschen leer zu machen. Also zu der kann ich nicht viel sagen. Ich habe Gott sei Dank noch eine von der, aber die werde ich dann eher für den Körper benutzen und nicht fürs Gesicht. Was ich aber gut fand, war das hier. Das war nämlich wirklich ein Lichtschutzfaktor und keine normale Sonnenpflege. Ich wollte nämlich einen Lichtschutzfaktor unter meinem Make-up verwenden und habe halt statt dem die Sonnencreme erwischt. Und dann habe ich noch die Probe bei mir gefunden. Und die war wirklich gut. Sorry, also mein Bruder hat gerade den Spookinator hergebracht, da habt ihr ihn eh gerade stehen. Ja, also ihr wisst, ich bestelle nicht, aber ich fand den echt gut. Und wenn ich keinen anderen finden würde, mein Gott, dann würde ich ihn vielleicht sogar bestellen, weil der war echt gut. Und dann habe ich noch dieses Thermalwasser aufgebraucht von Dadusense. Ja, das gibt's nicht mehr. Ich kann nicht mehr wirklich dazu sagen viel. Das war kein Deutsch. Aber es war gut. Es war echt gut. Ich habe es halt für meinen Beauty Blender verwendet zum Ansprühen. Was ist der Hund? Was ist, Bucky? Er schaut mich gerade so komisch an da. Was ist? Magst mitmachen auf Braucht-Video? Nein, okay. Jetzt haben wir wieder ein M gehabt, sehr schön. Ich habe zwei von diesen Dingern sogar aufgebraucht. Das sind die Toner Lotion gewesen. Ich habe sie halt so verwendet, wie ich das Bioderm-Ding verwenden würde, wenn ich das endlich haben würde. Aber ich habe es noch immer nicht. Da war wieder ein M. Das sind die beiden hier. Die habe ich auch aufgebraucht. Aber jetzt habe ich ja ganz andere Sachen und ich fand das wirklich nicht schlecht. Aber ich habe halt lieber das, ich hätte halt viel, viel lieber mal das gern von Bioderm und an das komme ich einfach nicht ran und das nervt mich. Das nervt mich wirklich. Dann habe ich aufgebraucht ein Make-up Freezing Spray von Catrice. Das fand ich wirklich scheiße. Wirklich scheiße. Ich fand den Sprühnebel mega kacke. Ich fand den Duft mega kacke. Und das Einzige, was schön war, war die Verpackung, weil das war aus dieser 1 Catrice Limited Edition, wo ich auch das Bruder habe, das, was ich jetzt gerade zur Zeit verwende. Aber das war wirklich, sorry, wenn ich jetzt gerade so komisch da sitze, aber ich muss gerade meinen Hund kraulen, dass sich das gerade einbildet. Aber das finde ich überhaupt nicht gut. Also ich kann auch die Catrice generell gar nicht empfehlen. Ich habe auch eins mal aus dem Standardsortiment gehabt und ich fand das nicht gut.
Ich weiß nicht. Also, ich mag den Sprühnebel nicht. Da gebe ich lieber ein bisschen mehr aus und, sorry Sparky, da gebe ich lieber ein bisschen mehr aus und kaufe mir das und bin mit dem zufrieden, weil es auch wirklich das macht, was es machen soll. Ich habe jetzt vor kurzem meinen Mac-Highlighter gepresst und habe das reingesprüht und es funktioniert Bombe. Ich habe den Mac-Highlighter heute oben. Also, ich würde mir das niemals nachkaufen von Catrice, ein Fixierspray. Da bleibe ich lieber bei dem Makeup Factory oder bei dem MAC Fix Plus. Das sind meine zwei Lieblinge. Dann habe ich eine Make-up Base aufgebraucht. Sparky, was machst du jetzt? Du bist so ein Dudel. Na, Sparky! Hau doch mal glatt die Kamera um hier. Danke, Hund. Jetzt habe ich wieder M gesagt. Ich war bei dem bei der Make-up Base von Lancôme, die sieht so aus, die gibt es leider so nicht mehr. Es gibt dafür eine andere Variante, da habe ich den Tester davon bekommen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich fand, das war so ein pornverfeinernder Make-up Primer, den fand ich nicht schlecht. Den fand ich wirklich nicht schlecht. Ich habe jetzt zurzeit halt einen anderen von Essence, so einen Tester, aber den fand ich überhaupt, also den finde ich gar nicht gut, da war der viel, viel besser. Aber ich habe noch so viele, wenn, dann würde ich mir auf jeden Fall mal einen von, was habe jetzt MAC gesagt? Lancôme. Nicht MAC, Lancôme kaufen. Ich hoffe, ich habe nicht MAC gesagt. Dann, wundersamerweise, haltet euch fest, habe ich eine Bodylotion aufgebraucht. Das ist die von dem Duft Lavin, Modern Princess. Der Duft ist mega und ich habe die Bodylotion geliebt. Also, wenn ich dran denke, boah, die war so gut und die gibt es nicht mehr. Ich wollte die mir nämlich nachkaufen und dann ging es aus dem Sortiment. War ja logisch, oder? Leider gibt es sie nicht mehr. Weil die habe ich damals geschenkt bekommen, wie der Duft rauskommen ist. Weil da mussten wir auch ein Krönchen tragen. Und ich habe das so gefeiert, wie wir das Krönchen tragen haben dürfen. Und die Bodylotion war mega. Ich mag diese parfümierten Bodylotions. Ich weiß, viele mögen die nicht, aber ich fand die wirklich gut. Und leider, vielleicht werde ich sie noch aufschneiden, um zu gucken, ob noch was drin ist. Aber die fand ich mega gut. Dann habe ich hier ein Serum von Ahava. Ich glaube, das habe ich mal zu Weihnachten gekriegt. Könnte das sein? Ich glaube. Ich habe schon so viel gekriegt, ich kann mir das nicht merken. Es könnte gut möglich sein, dass ich das mal gekriegt habe. Aber das war wirklich gut. Also das fand ich mega gut. Es war nicht, es ist sogar noch so ein kleiner Fitzel drin und ich kriege das irgendwie nicht raus. Irgendwie will das nicht raus. Das war wirklich gut. Also ich fand das so gut. Nur ist das mir viel zu teuer in Originalgröße. Viel, viel, viel zu teuer. Da bin ich ein bisschen geizig. Aber es war gut. Es war wirklich gut. Es war ein Intense Wrinkle Reduction Firming Glow. Das war echt gut. Das war wirklich gut. Auch diese, da wo ich auch mal eine Probe gekriegt habe von, wo ich mal nachgefragt habe, ob ich die haben darf. Jetzt haben wir auch eine Probe von der roten und ich überlege, ob ich auch jemanden anbandeln soll, dass ich die haben darf. Aber die Ahava-Sachen sind wirklich nicht schlecht. Man muss die Ahava-Sachen probieren. Also das Serum, wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es mir nachkaufen. Aber ich habe eh genug Sachen, deswegen kaufe ich es mir nicht nach. Dann, da habe ich ein bisschen geschummelt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den ja schon so lange in Verwendung. Es geht um den Makeup Factory Eyeliner. Es ist jetzt noch ein bisschen was drinnen, aber mir ist das austrocknet. Und ich werde es einfach jetzt als aufgebraucht sehen. Ich wollte halt ehrlich sein und euch das sagen. Ich hätte das Ding auch rausnehmen sollen, aber oder können, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich kann mit dem Ding nicht mehr. Also wenn ich jetzt mir den Eyeliner anschaue und dann den zurückdenke, ist es kein Vergleich zu den beiden. Da finde ich den ich jetzt oben habe, viel, viel intensiver als den. Er war gut, aber den gibt es eh nicht mehr. Also kann ich euch da nicht mehr wirklich viel sagen, weil den gibt es halt nicht mehr. Dann habe ich noch drei Sachen, dann sind wir durch. Als nächster habe ich meinen Lip Liner aufgebraucht. Da bin ich extrem traurig, weil P2 gibt es ja nicht mehr. Das war nämlich ein P2 Lip Liner. Leider sieht man, oh ja, die Farbe war 171 Magenta. Ich kann euch, glaube ich, einen Blogpost verlinken, wenn ich nicht vergesse. Ich glaube, ich habe da von Swatches gemacht, weil ich mir damals in Deutschland so viele gekauft habe. Und der ist extrem, extrem aufgebraucht. Und ich versuche jetzt einen Ersatz zu finden, weil ich brauche so eine Farbe, also so eine Farbe, so ein Lila, für meinen Lippenstift, für meinen Make-up Factory Lippenstift in so einer Farbe.
Das war kein Deutsch. In genau so einer Farbe brauche ich unbedingt den passenden Lipliner für den Lippenstift von Make-Up Factory. Weil wenn ich keinen Lipliner habe, kann ich ihn nicht auftragen. Ich bin so ein Junkie. Wenn ich den Lipliner nicht habe passend, dann könnte ich immer ausflippen. Dann habe ich leer gemacht mein Biotherm Liquid Glow. Ich sage immer Glow. Glow. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Das Skin Best Gesichtsöl von Biotherm. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich habe ja Gott sei Dank den Tester ergattert. Oh, Engel höre ich singen. Das Positive ist, ich habe das auch jetzt zweimal. Ich habe ein anderes Öl, das habe ich aber noch nicht probiert. Ich wollte das aber unbedingt testen, weil ich habe es ein paar Leuten empfohlen. Weil ich das eben auf der Handfläche mochte, aber ich habe es halt noch nie im Gesicht probiert. Deswegen habe ich jetzt sehr viel Gesichtsöl zu Hause. Aber das von Biotherm, das kennt ihr, das habe ich euch in 100 Videos habe ich euch das gezeigt. Und das fand ich wirklich gut. Ich habe das jetzt auch wieder in Verwendung. Und ich habe halt noch ein anderes, das ich halt für morgens dann verwenden werde. Aber mit dem Gesichtsöl kommt man so lang aus. Mit dem kommt man wirklich lang aus. Also es ist schweineteuer, aber es zahlt sich aus. Das letzte Produkt, das ich aufgebraucht habe, und das habe ich sehr, sehr lange benutzt, das habt ihr auch, glaube ich, auch in ein paar Videos gesehen, das ist von Elisabeth Arden, der Sunstick. Und den mochte ich wirklich gerne. Ich habe auch im Internet schon geschaut. Ich glaube, auf Amazon gibt es den noch, weil bei Müller gibt es den ja leider nicht mehr. Deswegen habe ich mir dann damals den Tester ausgesucht. Und ich habe den sogar komplett ausgekratzt. So sehr mochte ich den. Normalerweise kennt sie mich. Ich mache das ja nicht mal bei Lippenstiften, aber bei denen habe ich das gemacht. Und den habe ich so, so gerne verwendet. Der war wirklich gut. Und ich habe jetzt noch andere Lichtschutzfaktor, sage ich mal. Und wenn der nicht so kompliziert zum Erwerben wäre, würde ich ihn mir vielleicht sogar nachkaufen. Aber ich würde gerne mal das von Clarins probieren. Weil ich hatte ja von dem von Clarins nun mal eine Probe. Und ich würde wirklich, wirklich gerne das von Clarins mal benutzen. Diese Lichtschutzvariante, was man unterm Make-up und so gibt. Aber der Stift war wirklich mega. Ja, wir haben es geschafft. Trotz meinen dauernden Stimmungsschwankungen hier habe ich es endlich geschafft. Heute ist irgendwie nicht mein Tag, aber das habe ich ja eh schon gesagt. Und dieses dauernde M muss ich mir auch gewöhnen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr aufgebraucht habt im Monat März, auch wenn das jetzt schon eine Weile her ist. Aber bei mir, ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich so viele tolle Sachen leer gemacht habe. Ich habe halt sehr viele Sachen benutzt, die ich jetzt schon länger verwendet habe. Zum Beispiel die Bodylotion von Modern Princess und so. Ich versuche wieder in diese Eincreme-Ding reinzukommen, was nicht leicht ist, aber ich versuche es, weil ich habe so viel Scheißdreck, also ich muss das unbedingt mal aufbrauchen. Und deswegen, ja, mal gucken. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das Video fandet, was euch interessiert hat von den Dingen, die ich aufgebraucht habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!